Hey und herzlich willkommen hier zur Full House Challenge in die Sims 4 und heute machen wir den Umstyling Part. Ich weiß nicht, wie lange er gehen wird, aber warum nicht? So Standardgang. Eigentlich können wir die Gänge auch mal verändern, ne? Er kriegt jetzt hier mal den Gang oder den energiegeladenen. Er ist jetzt so richtig in der Mitte des Lebens, sein Manager-Dasein läuft und dann kann man das mal machen. Ja, jetzt ist die Frage, wie wir die jetzt so ein bisschen umstylen, ne? Ich habe überlegt, irgendwas Passendes für den Manager. Also mein Ziel ist es, dass jeder auf jeden Fall erstmal ein anderes Outfit bekommt. Das so für zu Hause ist auch nicht schlecht, ne? Ich habe jetzt eine Menge neuer Add-ons seit dem letzten Styling. Deswegen kann man da schon mal ein bisschen gucken. Das hier ist auch so besonders sneaky so, ne? Es sieht aber ein bisschen besonders aus, okay. Wir können auch machen, dass er zu Hause einfach mit Hemd rumläuft. So, sein neues Stil ist der Hemd, genau. So, dass er sein Hemd haben möchte, Dreiviertelhosen. Guck mal bei normalen Hosen, dass der vielleicht mal eine neue Hose bekommt. So. Das ist jetzt die Frage, ob wir was Passendes finden zum Hemd. Das sieht jetzt schon etwas besonders aus. Ja, der hat so den Blau-Fetisch jetzt, ne? Für zu Hause, dann machen wir das mal. Ist ja auch in Blau. Ja, aber das sieht nicht gut aus. Machen wir mal so ein bisschen gräulich. Dann kriegt er noch Socken, damit man da die Haut nicht sieht an den Füßen. Gibt es die in Blau? Ja, Mann. So. Wäre mal die Idee, dass der auch so ein bisschen neue Frisur bekommt, ne? Aber halt auch schon eine Kurzhaarfrisur. So etwas Neueres. Dass die Haare so ein bisschen länger sind und so ein bisschen schmalziger vielleicht. Wobei das auch nicht schlecht ist, ne? Also man sieht, ich möchte, dass man sieht, dass er halt älter geworden ist. Das hier sieht auch schon ein bisschen lockerer aus. Ich glaube, ich würde das hier auch nehmen. Ich gucke jetzt nochmal durch. So, dass sich so die ein oder andere Strähne halt löst, ne? Aus seiner Schmalzlocke. Das ist ja das komplette Vorbildding. Und dann ist er so ein bisschen lockerer. Aber es soll halt schon gepflegt aussehen, dachte ich mir. Ich nehme das von hier oben irgendwo, was ich hatte. Das hier. Das finde ich ganz schick. Dann braucht der Gute eine Brille. So die Frage, was für eine wir hier nehmen. Die hier sieht nicht schlecht aus. Nehmen wir die mal so ein Grau vielleicht. So, Anzug. Die hatten wir in Grau, ne? Ja. So, dann. Ach so, ich finde vielleicht so ein Bart. Der Pornobalken, ey. Koteletten. Ich fand hier das eine hatte irgendwie gepasst. Wir können ja auch so einen richtigen Megabart machen, ne? Das hat irgendwie was, aber es. Obwohl ich. Wir lassen das für ihn vielleicht. Doch, wir lassen das mal. Finde ich nicht schlecht.
So, dann möchte er das hier haben. Und diese Hose. Mit dem geilen Streifen an der Seite. Ich guck mal, ob es hier was Gescheites gibt. Ja, nehmen wir doch die in Schwarz einfach. Dann hat er da auch mal was Neues. Ja, wir nehmen die Schuhe besser mal in Schwarz. Er kriegt jetzt noch schwarze Socken dazu. So. Sein Abendkleidungssport. So, für Sport kriegt er jetzt auch erstmal die Brille. So. Ja. Also das möchte er nicht mehr tragen, habe ich beschlossen. Oh, geil. Nee. Ich hätte eigentlich gerne noch etwas, was halt so schick aussieht, ne? Also so ein bisschen gehobener schon. Wobei wir hier auch sowas nehmen könnten. Ja, wir nehmen mal, obwohl das hier ist das Blaue mit drin, ne? Ja, wir nehmen mal Blau mit für ihn. Dann trainiert er natürlich in Unterhose. Hier ist auch cool. Wobei ich suche jetzt halt so eine etwas länglichere Sporthose. Oder wir nehmen das hier einfach. Doch, das passt. Das sieht so ein bisschen locker lässig aus. Dann kriegt er jetzt noch andere Schuhe. Und noch so geile Socken, die da rausgucken. So. Okay, Schlafkleidung. Vielleicht hat er jetzt mal Bock auf ein bisschen kürzere Hosen. Oho. Nehmen wir mal die dunkle Hose. Wobei das Blaue hier auch nicht schlecht aussieht und vielleicht können wir die Hose ja grau machen. Ja, warum nicht? Dann kriegt man als Senior auch kalte Füße irgendwann oder so im mittleren Alter. Dann darf der nämlich noch Söckchen dazu tragen. Das sieht so gut aus, ey. Gut. Party. Okay, beim Schlafen braucht er halt echt keine Brille. Aber für alles andere braucht er die Brille. So. Schon geile Sachen, ne? Der ist cool. So ein Babyblau. Ne, wir nehmen mal den hier. Der hat ja so seinen Anzug-Flair. Ey, diese Schuhe, ne? Wir machen das jetzt mal dazu. Komm. Er fühlt sich cool so. Könnte echt mal ein bisschen abnehmen, ne? Dann gibt es die neue Kollektion. Ich finde das Schwarze hier nicht schlecht. Das findet er auch cool. Und dann möchte er noch eine Sonnenbrille tragen. Vielleicht. Aha. Ey, komm, die passt voll dazu. Das ist so eine Frauensonnenbrille irgendwie. Ja, wir nehmen mal die hier. Das sieht ein bisschen besonders aus, okay. Wenn es sehr warm ist, wir werden erstmal seine ganzen Accessoires hier entfernen. Okay, eine Brille braucht er trotzdem, wenn es warm ist.
weil seine Augen leider sehr nachlassen. Aber da zieht er wirklich mal so ein Hemd hier an. Das hat so ein schönes Weiß mit Blau-Touch. Und dann gibt es hier diese kurze Hose. Ich finde, das ist so ein Blau-Schwarz irgendwie. Jetzt wäre es noch gut, wenn wir so etwas offenere Schuhe hätten. Aber Flip-Flops soll der jetzt auch nicht unbedingt tragen. Eigentlich. Wir könnten auch solche Schuhe hier nehmen. Hey, wir machen das. So, wenn es kalt ist, braucht er natürlich auch eine Brille. Ach, die müssen wir wieder hier anziehen. Ja, es wird ein echt langer Part, glaube ich. So. Das sieht auch noch recht edel aus. Mal gucken, was es noch so gibt. Doch, wir nehmen mal das hier. Das ist jetzt neu. Kann man mal machen. Dann nehmen wir die Hose dazu. Die ist so ein bisschen lässiger. Dann so schöne Winterboots. Und dann hat er jetzt auch seine Kleidung. Gehen wir mal zu Claudio über. Claudio ist ja der Gamer. Oh, was ist das Geiles. Okay. Also dieses Outfit, ne? Ja, Claudio möchte jetzt immer mit seinem Headset rumlaufen. Hier, Claudio ist der Musikant. Ich rieche von Gamer. Ach du Scheiße. Der Music Boy. Was machen wir mit dem? Das Hawaii-Hemd, ey, krass. Nee, besser nicht. Das hier ist auch nicht schlecht. Machen wir das mal in Braun. Und etwas längere Hosen vielleicht. Ja, der ist so ein bisschen heller geworden jetzt einfach. So, er kriegt ja noch andere Schuhe auf jeden Fall. Ey, ich weiß nicht, jedes Add-on bringt irgendwie hässlichere Schuhe raus. So, das war überhaupt nicht mein Handy. Nein, Quatsch. Irgendwie passt hier alles, ehrlich gesagt, nicht dazu. Nehmen wir die. Passt. So, er braucht aber keine Brille. Ich würde vielleicht auch seine Frisur ein bisschen verändern. Das passt irgendwie hier so. So stellt man sich so einen Musiker in den Jahren vor. Das nehmen wir. So. Dann für seine Auftritte, die jetzt mittlerweile besser geworden sind. Ja, mit so einem Rot, ne? Wir machen das mal. Etwas lässigere Hose dazu. Dass die alle so ein bisschen korpulenter geworden sind, ne? Oh, geil. Komm, wir machen das mal, ne? Gibt's noch rote Schuhe dazu? Das ist so sein Abendkleidung-Auftrittsmilieu hier. Sportkleidung.
So, da kann er ja ein bisschen lässigerer geworden sein. Nehmen wir mal das Blaue hier. Das sieht ganz nett aus. Vielleicht auch noch so eine geile kurze Sporthose dazu. Aha, mach keinen Scheiß mit mir. Ey, wenn ihr mal die hier. Das sieht so lustig aus. Ist. Okay. Jetzt die ja auch noch. Oh, warte. Geil. Das sind so komische Schuhe, die kriegt er jetzt mal. Oh je. Die Nachtwäsche. Der kriegt jetzt mal sein Herzchen-T-Shirt. So. Und dann möchte er nur noch in Unterhose schlafen gehen, weil das einfach bequemer ist. Nehmen wir die rote Unterhose. So, Ausgekleidung. Da kriegt er mal so dieses Musiker-Ding an. Hoho. Nehmen wir auch mal so ein bisschen die Farben, dass wir hier so in diesem bräunlichen Bereich bleiben. Wobei so eine Hose schon geiler wäre. Nehmen wir die mal. Und die braunen Schuhe. So, die Badekleidung. Gibt's den Herrenschlüpfer? Es wird hier ehrlich gesagt halt nicht besser auch, ne? Wir nehmen jetzt das einfach. Heißes Wetter. Wenn es besonders warm ist, möchte der ein bisschen lockerer gekleidet sein. Das, ich sag da mal nichts zu, aber irgendwie finde ich ein bisschen passt das. So. Jetzt brauchen wir nur noch so eine passende Hose irgendwie dazu, so eine kurze. Oh Mann. Eigentlich will ich die nicht verunstalten. Ja, die ist auch nicht schlecht, ne? Jetzt noch im richtigen Farbton. Wir nehmen. Nein, nein, das können wir nicht machen. Das sieht nicht aus. Okay, es sieht allgemein etwas komisch aus, aber wir nehmen diese Hose. Und der kriegt aber jetzt Flipflops dazu. So. Wenn es kalt ist, ey, wir müssen die alle Sport machen lassen, das geht so nicht. So, irgendwie hat er ja schon wieder Dekoration, die er nicht haben soll. Da ist so ein Lama mit drauf. Das passt auch ein bisschen irgendwie. Auch wenn es etwas strange aussieht, aber wir machen das mal. Eine schöne warme Hose und so richtige Winterstiefel. So, 20 Minuten. Wir haben zwei Sims umgestaltet. Ey, super, das wird echt lange. Ah. So. Ich finde, bei ihm kann es auch ein bisschen wilder auf dem Kopf aussehen.
dann kriegt er so eine richtige Schreiberbrille. Die hat irgendwie was. Er ist ja der Schriftsteller. Dann kriegt er jetzt dieses Ding hier. Das ist mir gerade so ins Auge gefallen. Wir nehmen mal das Grüne, weil seine Farbe ist ja auch so mit Grün. Ist voll das Design-Upgrade bei ihm. Irgendwie. Ja, mit braunen Schuhen, ne? So. Finde ich nicht schlecht. Doch. So, dann braucht er jetzt aber seine Brille wieder. Die ist voll geil, die Brille, ne? Okay. Das finde ich auch nicht schlecht, aber irgendwie passt das auch nicht so. Das sieht so ein bisschen lehrermäßig aus, ne? Das hat auch was. In der Farbe, das machen wir. So etwas, was ein bisschen lockerer aussieht an den Beinen. Oh, das ist gut. Das gefällt mir. So, dann müssen das so komische Schnieke-Schuhe sein, finde ich. Aber das passt mit den Farben irgendwie nicht so. Die gehen auch. Die gibt es, glaube ich, auch in so ein bisschen braunen Tönen. Nehmen wir das mal. So, Sport. Braucht er trotzdem seine Brille? Wo ist sie? Oh, Gottes Willen. So. Machen wir das mal beige und vielleicht so eine grüne Hose. Da ist jetzt nur die Frage, wo wir so eine grüne Hose herkriegen. So eine, die halt auch so ein bisschen sportlicher aussieht, ne? Die hat irgendwie was. Ich nehme die jetzt auch einfach mal. Das sind sehr komische Schuhe, ehrlich gesagt. Nehmen wir mal das als Sportschuhe. Nachtwäsche, da braucht er seine Brille nicht. Okay. Wir nehmen das einfach mal. Es ist jetzt nicht das Schickeste, aber, ne? Wir wollen ja mal was anderes ein bisschen hier. Okay, wir lassen das jetzt mal schwarz. So, Partykleidung. Da möchte er auch ein bisschen auffälliger sein. Ich finde, das passt einfach voll zu ihm. Das kriegt er jetzt hier auch. So. Und dann so etwas schickere Schuhe. Ja. Badekleidung. Der kriegt da auch diese tolle Hose. In der Farbe. So, wenn es besonders warm ist, möchte er sich dann doch lieber so ein lockeres T-Shirt anziehen. Wobei das hier auch nicht schlecht aussieht.
Aber das ist halt nicht für warm und so. Das sieht halt sehr besonders aus. Weiß ich, das Problem, finde ich, ist hier irgendwas zu finden, was passt bei den warmen Tagen. Wir nehmen jetzt das mal. Und dann so eine lockere Hose dazu vielleicht. Mit so einem Muster. Nehmen wir mal das. Wobei hier dieses ausgeblichene sieht ein bisschen besser aus. Dann darf der sich jetzt hier aber auch mal Flipflops anziehen. So, und hier sorgen wir dafür, dass ihm auch warm ist auf jeden Fall. Ich finde, das passt hier auch recht gut zu ihm. Machen wir mal grün, weil er ist ja so ein Grünmensch. Ja, ich wollte schon etwas ein bisschen Lockeres haben. Ja, das hier zum Beispiel. Nehmen wir das auch mal so in beigefarben. Und dann so richtige Winterschuhe in grün. So, dann haben wir Lucien jetzt nämlich auch fertig. Ey, ich finde, das ist voll das Upgrade für ihn. Lilly. So, allgemein. Ich finde, sie möchte ihre Haare jetzt vielleicht ein bisschen offener tragen. Vielleicht mal so ein kleines Upgrade für ihre Frisur. Nicht zu lang, aber auch nicht, ne? Es wird immer schlimmer hier, je tiefer man kommt, irgendwie, habe ich das Gefühl. Okay, vielleicht gucken wir doch mal bei den etwas längeren Frisuren. Das hätte ihre Frisur schon mal ein bisschen aufgelockert, ne? Wobei sowas auch nicht ganz unpassend ist. Ja, ist geil. Das ist wirklich eine Aufwertung. Das nehmen wir. Überlege, ob sie jetzt dunklere Haare haben möchte. Wir können ja mal einen Sim machen, der sich die Haare gebräunt hat, ne? So, weil blond mochte sie nicht mehr. So, sie hat ja den Astralkörper. Oh Gott, Alter, guckt euch das mal an. So, jetzt wäre nämlich etwas Sportliches nicht schlecht, vielleicht. So sportlich schick. Vielleicht nicht etwas, wo man so ihre fetten Bauchmuskeln sieht. Das hier finde ich auch nicht schlecht. Ihre Farbe ist ja immer noch mit Blau. Aber überzeugen tut mich das ehrlich gesagt noch nicht. Das hier sieht auch sehr sportlich aus. Wir nehmen das mal. Dann vielleicht eine etwas kürzere Hose. Aber was da zu finden, was jetzt passt, ist auch ein bisschen komisch, ey.
Dieser Lappen hier, ne? Das hat auch was. Das hat sowas Farbfindermäßiges. Ich nehme mal das hier. Schuhe. Boah, ich hasse dieses Schuhgedöns hier, ne? Also was zum Reinslippen hier. Warte, da sind Katzen vorne drauf, ne? Das nehmen wir mal besser nicht. Ja, was nehmen wir da jetzt? Nehmen wir das einfach. Ich bin mit diesem Oberteil ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden. Sowas hätte auch was. Aber es gibt es jetzt natürlich wieder nicht in gescheiten Farben hier irgendwie, ne? Okay, vielleicht doch nicht das. Das finde ich auch nicht schlecht. Doch, das passt. Das macht sie wirklich sehr sportlich. Ausgekleidung. So, jetzt müssen wir diese Frisur wiederfinden. Da. Gibt es denn hier noch andere sportliche Kleider, die dazugekommen sind? Naja, schön ist jetzt was anderes, ne? Oh je. Diese Farben, die tanzen immer so richtig aus der Reihe, finde ich. So hässlich finde ich das hier auch gar nicht. Wenn wir jetzt hier noch Farben finden, die irgendwie zu ihr passen. Das ist so ein Elsa-Kleid. Ja, super, ey. Wir nehmen mal das hier. Und einfach die Schuhe, passt schon. Sportkleidung. Vielleicht sowas hier. Und dann einen Rock zum Sport machen. Das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht. So, nehmen wir mal das mit dazu. Dann ist sie da auch ein bisschen lockerer geworden bei ihrer Sportwahl, Sportkleidungswahl. Ja, komm. So, Schlafkleidung. Nehmen wir mal sowas hier. In Blau ist ihre Lieblingsfarbe. Und dann einfach mal vielleicht sowas Längeres.
Kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Oder das. So. Partykleidung. Da könnte man an ihrer Frisur ja echt ein bisschen rumspielen. Wir nehmen das mal. Dann hat sie Bock auf so lässige Sachen. Das machen wir mal weg. Ich würde sagen, wir geben ihr auch ein etwas entspannteres, eine Strumpfhose so. Und die, die etwas höher gezogen sind, die Schuhe. Der Rest kann so bleiben. Badekleidung. Gott, ey. Okay, sie möchte damit rumlaufen. Und ein knappes Höschen dazu anhaben. Ja. Sag das auch noch so. Gibt es jetzt aber auch nichts Eintöniges, oder? Doch hier. Ey, diese übertriebenen Muskeln hier, ne? Nur wenn es warm ist, möchte sie auf jeden Fall keinen Hut tragen. Ey, ich finde dieses. Das hier finde ich nicht schlecht. Und jetzt noch den Rock dazu. War mal bei Rücken. Nehmen wir doch so einen hier. In Blau. Und hier diese Schuhe in Blau. So. Wenn es kalt wird, möchte sie auf jeden Fall nicht so rumlaufen. Gibt ja voll die geilen Sachen hier eigentlich, ne? Ja, wenn diese Sachen nicht so potthässlich wären teilweise. Ah, das geht hier. Wir nehmen mal das. Und das, das sieht ein bisschen sportlicher aus. Können wir hier diese Schuhe nehmen, dann passt das. So. Olivia. Olivia braucht auch eine Brille. Nehmen wir doch die hier, die passt gleich ganz gut, finde ich. Ich überlege, ob wir ihr so ein Kleid geben. Sie hat ihre rosa Phase. So. Sie ist ja sowieso so eine rote Person. Sieht etwas merkwürdig aus, aber so ein bisschen Midlife Crisis und so. So, hier braucht sie auch ihre Brille. Nehmen wir doch mal das. Das ist neu, das hatten wir noch nicht. Schuhe sieht man eh nicht. So, Sportkleidung.
Sie möchte ihre Haare doch jetzt gerne in einem Zopf tragen. So, da gibt es bestimmt auch was. Oder sie macht so, nee, das sieht hässlich aus. Das sieht auch ein bisschen strange aus. Das sieht wie vorübergehend hochgesteckt aus. Das passt irgendwie. Dann gibt es das mit kurzer Hose. Das wird ein bisschen stranger hier. Wobei das auch nicht schlecht ist. Wir nehmen das jetzt einfach. Sieht ein bisschen komisch aus alles, aber es passt schon. So, und sie hat diese geilen Yoga-Schuhe. So, die sind total der Trend bei den Teenagern und dass wir sie auch haben. Nachtwäsche. So. Sie möchte immer top gestylt ins Bett gehen, deswegen kriegt sie Reizwäsche an. Und wenn ich so schöne... war mal hier weg von der Nachtwäsche, bitte. Das sind geiles. Okay. Das wäre jetzt die Höhe eigentlich. Okay, besser nicht. Ja doch, wir lassen das so. Ausgekleidet. Warte, hat sie ihre Brille, brauchst du beim Sport. So. Ganz wichtig. So, da brauchst du auch ihre Brille. Da. So, dann nehmen wir doch mal dieses Ding hier. Wobei, nein, wir nehmen was anderes. So eine lässige Kleidung. Das trägt man heute auch so bei den Teenagern und so. Deswegen kriegt sie das. So, hier möchte sie auf jeden Fall so eine schicke Sonnenbrille haben. So, und dann gibt es hier den Top-Style, den es auch in den Jugendzeitschriften, der so angepriesen wird. Rot ist die Farbe der Bikini-Saison. Was stimmt denn nicht hier? Ich habe doch hier mal auf Stopp geklickt und so, also echt. So. Okay. Wenn es besonders warm ist, möchte sie einfach kurze Kleider tragen. Das ist auch sehr beliebt bei den Teenagern. Und dazu trägt sie dann Flipflops. So, jetzt brauchst du hier noch ihre Brille natürlich. So, und wenn es kalt wird, erstmal hier die Accessoires weg und so. So, Brille. Wobei die jungen Leute von heute tragen das nämlich auch so, dass dann die Beine noch frei sind. Deswegen macht sie das auch so. Dann noch so etwas hochhackigere Schuhe dazu. Ja, Mann, das passt.
So, Olivia, Phyllis. Ich habe überlegt, sie möchte sich blonde Haare färben. Boah, das sieht echt komisch aus. Wir lassen es. Oder sieht irgendwie so eine Phase, wobei das zu Claire passen würde. Aber sie hat schon die ersten grauen Haare. Wir machen das bei ihr, dass sie die ersten grauen Haare hat. Oh, das ist voll geil, das nehme ich. So, dazu jetzt noch einen längeren Rock. Oh, ist das geil. Ha. Jetzt noch ein bisschen hochhackige Schuhe dazu. Perfekt. Sie ist traurig und will sich verstecken. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. So. In ihr Traumkleid passt sie leider auch nicht mehr rein. Aber sie nimmt jetzt das hier. Auch wenn sie da auch nicht reinpasst, aber das ist ihr egal. So, sie möchte auch hier ihre Haare lieber offen tragen. Was hatten wir denn hier für eine Frisur? Die, okay. Die gerade mal suchen. Nee, die war das nicht. Ich finde die gleich. Kein Thema. Das ist doch euer Ernst jetzt? Die ist hier so mittig unten weiter. Da. Perfekt. So. Okay, sie hat Bock auf Lila beim Sport oder muss da so eine sexy. Ah, das passt. Sie hat sich eine neue Hose gekauft dazu. Sie wollte aber dieselbe haben, weil die immer noch gleich geil aussah. So. Schlafkleidung. Kombinationen. Sie ist so bequem und zieht sich jetzt immer einen Bademantel an. Ausgekleidung. So, dann muss es das sein. In Schwarz. Sie hat es im Moment mit Schwarz, deswegen muss das so sein. Das war's weg. Dann gibt es hier noch so eine geile Hose dazu. Badekleidung. Sie möchte lieber einen Badeanzug anziehen. Etwas, was die Figur umspielt, auch wenn es das nicht wirklich tut, aber das möchte sie haben. So heißes Wetter. Da trägt sie dieses schicke Ding hier. In Cremefarben, weil ihr das so gut gefällt. Und diese Schuhe dazu. So, und wenn es besonders kalt wird, ziehen wir auf jeden Fall was anderes an. Das passt irgendwie zu ihr, weiß ich nicht. Wir nehmen das auf jeden Fall und diese schicke Hose hier. So, und dann diese Boots. Okay. So, Claire. Claire macht sich jetzt richtig schick. Ich habe da auch schon so eine Frisur in Aussicht. Die habe ich bei meinen Sims in Sims Mobile auch immer. Ich finde die so cool. Ja, ich gehe mal hier gucken. Hier finde ich die vielleicht schneller. Ich glaube, die war weiter oben mit dabei. So. Aber sie hat Bock auf grüne Haare. Ach so, das müssen wir jetzt überall machen. Warte mal. So weiter oben. Wir haben es gleich. Alter, das ist so ein mega langer Part. Aber Sarah wollte sich das alles angucken. So. Hä, wo ist die Frisur denn jetzt?
Ja. So. Jetzt müssen wir nur noch ein schickes neues Outfit für Claire finden. Wir nehmen mal das. Die hat auch was. Aber wir nehmen mal diese Farbe hier. Und dann möchte sie offene Schuhe dazu tragen. Ja, die gehen auf, wir nehmen die. So, wenn die dann Sport gemacht hat, dann sieht die auch wieder besser aus. So. Riecht's voll nach Essen. Danke, liebe Nachbarn. So. Es sieht so schlimm aus, wenn die so dick sind, ey. Nehmen wir mal das dazu und vielleicht noch so eine, vielleicht ein bisschen heller. Dann nehmen wir das einfach mal. Sportkleidung. So, sportlich will sie auf jeden Fall ein bisschen aktiver werden. Deswegen gibt es auch Sportkleidung für sie. Nehmen wir mal sowas hier. In blau-weiß. Dann brauchen wir jetzt noch so eine passende Sporthose dafür. Nehmen wir das. Sieht ein bisschen komisch aus, aber was soll's. Ah, das geht auch. Wobei ich gern vielleicht doch andere Schuhe hätte. Nehmen die mal in schwarz. Nachtwäsche. So, Claire schläft immer mit einem Handtuch. Einem grün, das ist ihr Lieblingshandtuch. So, Partykleidung. Da möchte sie so ein Ding tragen. Mit höheren Schuhen dazu. Und das. Was auch immer. Badekleidung. Ja, der Hut kann bleiben, das passt echt gut. So, Kombinationen. Nehmen wir das einfach. So, wenn es besonders warm ist, möchte sie diesen Jumpsuit hier anziehen. Das sieht sehr besonders aus. Und sie läuft mit diesen schicken Schuhen hier rum. So, Winterkleidung. Das passt echt gut. Das Oberteil. Und das nehmen wir jetzt auch so, wie es ist. Und dann gibt es hier noch diese Winterboots. Aber wir nehmen die hier. So. Okay. Gut. Fast eine Stunde. Achso, wir müssen ihn noch umstylen. Ach ja, da war ja was. So, er hat den Rasta-Look gekriegt. Okay, wir nehmen das. So. Dann kriegt er das noch mit dazu. Jetzt braucht er noch so eine schnieke Hose. So. Und so schicke Schuhe.
Er möchte nämlich Frauen aufreißen, so. Abendkleidung. Da nimmt er mal so dieses Gentleman-Ding hier. Was lockere Hose. Und diese Schuhe. So Sportkleidung. Da zieht er auch was Lockeres an. Nehmen wir mal blau. Und dann eine kurze Hose dazu. Nehmen wir mal weiß, das passt schon. Und diese Schuhe. Schlafkleidung. Der möchte oben ohne schlafen. Und mit Herzchenunterhose. Ja. So, dann haben wir hier noch die Partykleidung. So, dann möchte er auch so ein Frauenaufreißer sein. Dann nehmen wir mal sowas hier. In Lila. Lila ist so die neue moderne Farbe, um Frauen aufzureißen. Müssen wir nur noch Schuhe finden. Oh ja, die sind echt passend dazu. Nehmen wir jetzt die einfach. Badekleidung. Da möchte er auch diese schicke Käferhose haben. Wenn es besonders warm ist, möchte er auf jeden Fall keine Hüte oder so einen Scheiß tragen. Der nimmt das hier. Und eine besonders kurze Hose dazu. So. Und er trägt keine Schuhe. Und Winterkleidung. Nehmt ihr das? Nein. Doch. Doch, das sieht lustig aus. Das könnte passen. Er nimmt dann noch so eine lässige... die passt irgendwie nicht. Nehmen wir die. Die sieht noch ein bisschen edel aus. Ah, das passt auch nicht so richtig. Ah, das sind schöne Winterstiefel. So. Ja, Mann, das passt, Alter. So, jetzt haben wir ja alle umdesignt. Aber richtig. So, wir haben auch nur eine Stunde gebraucht. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr euch diese Stunde gegeben habt, dann könnt ihr gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit erstmal ciao und bis zum nächsten Part.